I'm right here. Yep. What are you gonna ask me? It's pretty nice in here, eh? Hallo Franz, grüß dich. Servus. Sehr gut. Der Heikel und die Jasmin sind auf dem Weg dahin, müssten jetzt eigentlich quasi sofort vor Ort sein und holen euch ab mit zwei Bullis. Ich meine, uns verbindet jetzt hier so ein einmaliges Erlebnis bisher. Hat einfach sehr viel Spaß gemacht letztes Jahr und es ist schön, die Jungs wiederzusehen. Hallo Männer! Hallo! Was geht, Jungs? Grüß dich. Soll ich von Bennett grüßen? Hund? Ja. Geil. Ich muss noch anrufen. Doing great. Players are look really, really good. Great focus, great attitude. Excited to get started. Hey. Was geht? Alles klar? Wann ist denn jetzt? Lau mich nicht voll. 12 Uhr Treff. Wann ist das 12 Uhr Treff? Meine Pause war jetzt zwischen Saison und Trainingsstart war jetzt nicht so lang, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gut erholt bin und dass ich richtig, richtig Bock habe darauf. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Oh. Tut weh, ja? Tut weh, Mann. Ja, sehr. Sehr weh. Alright, ne? Tschüssi. Gesehen, nicht mal aufgemacht das Ding hier. Ja, aber was geht? Was machst du denn? Ich hole schon meine Sachen da. Komm, lass dir. Alright, Breath. Ja. Bruder, ich hab doch gesagt, ich soll ihn mitnehmen. Ja, besser gewesen. Läuft. Ja, super entspannt, kann ich das Buch lesen. Ja, weil es auch wohl lesen kann. Neben mir. Ja, genau. Noch was anderes dabei. Okay. Ja. Hallo Johannes! Johannes ist auch da. Welcher Johannes meinst du denn? Hallo Johannes! Hallo Johannes! Hallo Johannes! Ja. Hallo Johannes! Hallo Johannes! Ja. Okay, das stimmt ja nicht gut, wie es ausgeht. Dann gibt's ein Essen. Die kommt rüber, ich mach Viertel nach. Ja, letztes Jahr gab's viele Veränderungen. Da waren viele neue Leute dabei im Vergleich zum Olympia-Jahr. Ja, das wird jetzt einfacher, ja. Team bleibt ähnlich, würde ich sagen. Also da wird's vielleicht ein paar Veränderungen geben, aber. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt grundlegend neu aufstellen müssen. Ja, das ist ein großer Vorteil, weil wir haben alle die Plays schon mal gespielt, wir haben alle schon irgendwie eine Beziehung zueinander und deshalb gibt es jetzt so einen kleinen Headstart. Aber es ist natürlich wieder Arbeit. Wir haben uns jetzt ein Jahr lang nicht gesehen, zumindest viele davon. Und musst jetzt wieder daran arbeiten, dass du wieder in dieses Gefühl reinkommst, hey, jetzt lass mal was zusammen machen. Team, was los? Geht's dir? Alles klar? Ja, das ist easy. Was geht, Bro? Oskar. Tschüss. Alles klar? You know, the biggest thing is we build on last year. We don't have a hangover. We're not complacent from last summer. We understand that, you know, we can get better.
We need to get better. And I feel if we can get better, we can medal at the Worlds. We got a tremendous group of players and even better human beings. And coaching this team is a huge honor, biggest honor I've had as a coach. And just because of what we went through last year, all right, it was just a tremendous experience. Just want to give you a little bit of overview of what we have. In phase one, right now we're in Bond. We start putting in basics and you know, we teach whole, part whole. This week we're in whole. All right, we're in whole. We take it, and the idea is when we finish this week, we take the team. I mean, my friend David Blatt always told me a couple years ago, the biggest thing, Gordy, is to get to 12 players as soon as possible and build. You know, I made the mistake. We spent too much time picking the team and not enough time building the team. If that makes sense to you guys. 10, 11, and 12 are very important. Right? Do they bring something specific? Do they complement what we have? Do they bring a skill set we have? Can they be a good teammate in a situation where they're not playing? They might not play one game. Are they able to play in a 3-4 minute segment and give us something? And not an easy situation, very difficult. And we need players who can impact the game without scoring. That makes sense? We need players who can impact the game without scoring. We've only got one ball. We got 5 guys on the floor. We need guys who can impact the game without scoring. Er hat das so ein bisschen beschrieben als, wir gucken uns jetzt erstmal das große Ganze an. Die zweite Phase wird sein, dass wir das aufsplitten in Details und an den Details arbeiten. We get to phase 2. We're Berlin, Hamburg and Abu Dhabi. I'll show you, this is what we have in phase 2. We've got 5 games, 5 days of practice. Not a lot. We don't have a day to waste. To me, this is the most important part right here. Und um es dann in der dritten Phase alles wieder zusammenzusetzen zu einem großen Spiel. Ja. Our focus there is on one thing, those 3 games in Japan. Nothing else. Phase 3. That's our focus. Ich glaube, Gordy macht das wie letztes Jahr auch, dass er auf der einen Seite viel einfordert, aber wenn er auch viel einfordert und wir die Leistung bringen, uns auch ein bisschen Freiheiten gibt, dass wir auch einfach Spaß dran haben, hier im Sommer zu sein. Just don't do anything today that affects our chance to be better tomorrow. That's it. You guys did a great job last year. Now we got to build on it. We got to get better. Hey, we're going to compete our ass off. We're going to enjoy what we're doing. We're going to enjoy being together. All right? Good. Here we go. Wieder Days, beste Days, oder Joe? Oh, mach ihn auf. Ich bin jetzt sehr gut. Nein, Bro, immer positives Mindset haben. Ja, auch immer Vorfreude auf was als nächstes kommt. Talk about our goal, our performance goals, our identity, go through roles, and really build the team. Who's the 3 there? Hey, 2 behind Joe, 2 here, 2 here, 2 there. Er versteht es schon so, dass man diese Teamchemie aufbauen muss und auch so eine Rollenverteilung, eine Hierarchie entwickeln muss, weil wir alle Spieler sind, die Leistungsträger sind in ihren Vereinen.
und hier dann vielleicht eine kleine Rolle kriegen und sich unterordnen müssen. Und ich bin da eigentlich sehr guter Dinge, dass selbst die Leute, die noch nicht dabei waren, auf irgendeine Art und Weise dem Team hier weiterhelfen werden, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die gleichen Rollen haben wie in dem Verein. Kept an open mind on the situation, and we'll make a decision after the game. As much as I love this job, this is one day I truly hate. Tages ist es so, ich hatte ein riesen Highlight gehabt letztes Jahr. Alles, was jetzt noch kommt, ist so ein Bonus für mich. Und am Ende bin ich auch ehrlich, so, ich will, dass das beste Team an den Start geht, dass der maximale Erfolg ist und gönnt es halt auch jedem im Endeffekt. Abgehakt, jetzt ein bisschen weiter Kondition und dann. Ja, Halbzeit war sehr schwierig, muss ich sagen, aber wir haben es noch geschafft. Zweite Halbzeit ein bisschen aufgedreht und ja, ich freue mich. Erstes Spiel, erster Sieg und Mittwoch geht es weiter gegen Kanada. We have to make decisions what we think is best for the team. Unfortunately, it affects individuals. All right? We gotta meet 7 players. We've got to meet Chris, Jonas Matusek, Lewis, Oscar, David, Warbo und Leon. Okay, just got to talk to 7 players. Ja, diese Gespräche, wenn es dann um diese Kader-Entscheidungen geht, also da bin ich auch ehrlich, da bin ich jetzt auch nicht so komplett gelassen. Das wäre jetzt untertrieben. Aber er macht es kurz, er sagt, wie es ist. Es ist sehr unemotional und verständlich und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und ja, es sind auf jeden Fall Momente, die man nicht vergisst, so, wenn man da im Flur wartet und er jeden reinbittet. Das hat vielleicht so ein bisschen so Germany's Next Topmodel Vibes, so, wenn du davor stehst und einer kommt raus, hier, hast du ein Foto gekriegt? Nein, ja, vielleicht. Da ist man schon aufgeregt. Die Besten gehen, ich nicht. Die Besten fahren nach Japan und das ist das Wichtigste. I like it. It's difficult to say the least. But I say 2 things when I deal with players. I ask them, 1, can I be honest with you? And 2, are you coachable? And for me, it's just about being straightforward and being honest with them.
The best coaches I played for were straightforward and honest with me. Sometimes I didn't like what they said, but I respected it. Maybe not that day, but the next day. Wie ich vorhin auch gesagt habe, also ich will gewinnen und ich will, dass das Team erfolgreich ist. Und das gilt auch für die Nationalmannschaft, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Sondern ich sehe das so ein bisschen größer, das Bild, dass ich glaube, dass wir da letztes Jahr eine große Euphorie entfacht haben. Und dass jetzt eine Riesenchance ist, das nochmal zu erweitern. Das ist eine große Verantwortung, weshalb ich, wie gesagt, dass es mir lieber, dass der Erfolg dort ist, als ich jetzt dabei bin oder nicht dabei bin, werden wir sehen.